Ja, toll, vielen Dank. Also, moin, wir sind Ad Publica, wir sind zu zweit hier. Das ist Jan-Philipp Thie oder auch kurz Fidi, der sagt gleich noch was zu sich selbst. Wir sprechen heute ein bisschen darüber, wie Shitstorms entstehen, welche Unterschiede es gibt und wie man sich ein paar ganz konkrete Tipps verhalten kann, wenn man Opfer eines Shitstorms wird. Das sind wir beiden. Ich habe zu mir eben schon all die Informationen gelesen, die ich sonst hier vorgetragen hätte. Also meinen ersten Shitstorm habe ich in den 90ern erlebt, auf dem CMA-Etat Fleisch und Fleischwaren zur Zeit der beiden BSE-Krisen. Da blieb kein Auge trocken, das lief aber alles noch sehr analog ab. Heutzutage ist alles sehr viel schneller. Falls ich heute mit dem Tempo nicht so ganz hinkomme oder ab und zu mal sprachliche Ausfälle habe, ich bin vor ein paar Tagen Vater geworden und ich habe ein bisschen Schlafmangel. Achso, ja, das andere, das bin ich, kurz Fidi einfach. Ich bin bei uns in der Agentur für alles Digitale zuständig. Das heißt, ich habe in meinem alltäglichen Leben mit den kleinen und großen Krisen unserer Kunden zu tun. Da sind etliche Unilever-Marken dabei, eine große ist zum Beispiel Knorr, da ist aber auch zum Beispiel ein großer Kabelnetzbetreiber in Deutschland dabei, den ich auch mal zum Thema Recruiting beraten musste. Das war auch ein ganz interessanter Fall, durfte, ja, musste, das ist. Und dementsprechend habe ich ein paar Beispiele gleich mitgebracht und will ein paar Sachen aus der Praxis erzählen. Das Allgemeine, da kümmert sich Heiko drum. Genau, vielen Dank, tolles Bridging. Wir gucken uns mal an, wie sich das Thema Shitstorm bei Google Insights for Search so entwickelt hat. Bis Anfang 2010 gab es das Wort im deutschen Web nicht, dann macht es einen kurzen Hüpfer und ist dann in 2012, also jetzt, plötzlich ganz berühmt geworden. Erfinder dieses Wortes im deutschen Sprachgebrauch, so wie wir es jetzt verwenden, nämlich als Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht, das war Wikipedia, ist wahrscheinlich Herr Lobo. Wenn man aus dem Wikipedia-Artikel über Shitstorm eine Tech-Cloud macht, kommt das dabei raus. Da sieht man ganz groß in der Mitte Shitstorm, sieht man aber auch Vodafone oder Chef-Ticket. Das sind so jüngste Beispiele von Shitstorms. Aber abgesehen davon, Vodafone, haben wir, glaube ich, alle halbwegs mitgekriegt. Eine winzig kleine Support-Beschwerde im Wert von 275 Euro. Okay, winzig klein nehme ich zurück. Aber eine vergleichsweise im Gesamtunternehmensumsatz kleine Kundenbeschwerde hat innerhalb von einem Monat 150.000 Likes und 16.000 Kommentare produziert. Alles nicht besonders sachlich. Vodafone hat sich eigentlich nach Lehrbuch verhalten, konnte das, was da passiert ist, aber überhaupt nicht beeinflussen. Dieser Shitstorm rollte einfach über die drüber. Egal, was die gemacht haben, es blieb alles weiterhin negativ. Wenn man sich da mal so anguckt, was sich bei denen, was die Reichweite ihres Facebook-Kanals angeht, getan hat, wir sind uns alle einig, Anzahl der Fans ist nicht die KPI, auf die man gucken sollte, völlig klar, aber das ist eine, auf die die meisten CEOs gucken, weil die sonst nichts verstehen. Da hat sich eine nachhaltige Reichweite aufgebaut. Jetzt kann man sich mal fragen, ob bei der negativen Tonalität dieses Shitstorms, der übrigens auch in klassische Medien übergeschwappt ist, Handelsblatt, Süddeutsche, Focus sind alle mit dabei gewesen, ob das einen tatsächlichen Unternehmensschaden ausgelöst hat oder ob es einen Unternehmensnutzen gestiftet hat. Das werden wir heute hier aber nicht beantworten können. Was wir allerdings beantworten können, ist, welche Arten von Shitstorms gibt es und welche schlauen Strategien gibt es, sich in einem Shitstorm so zu verhalten, dass der Unternehmensschaden möglichst klein bleibt. Ganz weg wird man ihn wohl nicht ganz kriegen. Genau. Und wenn man schon das Beispiel eben von Vodafone hat, also ich sage schon mal gleich vorweg, alles, was ich gleich zeige, ich habe das mal, was es so für Shitstorms gibt, in drei Arten kategorisiert, nagelt mich nicht darauf fest. Das ist keine exakte Wissenschaft, aber ich habe das mal versucht, ein bisschen anschaulich zu machen, das einfach zu kategorisieren, damit man sehen kann. Ich bin jetzt am Wochenende, am Samstag auf dem Community Camp in Berlin, die würden mich, glaube ich, nach einer Minute zerfleischen, weil da sagt der Erste, das ist doch kein Shitstorm, das ist doch das, das ist doch das. Vodafone zum Beispiel war eben ein super Beispiel. Vodafone, könnte man eigentlich sagen, war gar kein klassischer Shitstorm. Dafür müsste man erstmal wissen, was ist ein klassischer Shitstorm? Was bei Vodafone passiert ist, ist das, was wir hier in dieser lila Kurve sehen.
Da ist einfach etwas gewesen, nämlich da haben Leute was gepostet, und zwar eine Beschwerde über eine Rechnung. Das passiert da täglich. Sie werden gar nicht glauben, wie viele Beschwerden über zu hohe Rechnungen etc. bei Vodafone da einlaufen. Da passiert aber nicht jeden Tag ein kompletter Shitstorm. Das heißt auf einmal, dass ein einziger Post über eine kritische Grenze drüber hinwegkommt und über 10.000, über 15.000 Likes auf einmal kriegt und es sogar bis in die Offline-Medien schafft. Das ist in dem Fall nur deshalb gekommen, weil es sich hierbei um Pushing gehandelt hat. Oder wie Dirk das heute Vormittag genannt hat, Crowdslapping. Ein anderer Fall, wie eine Krise da verlaufen kann, ein Shitstorm, wäre das hier. Das ist ein Community-Missbrauch. Habe ich auch zwei Beispiele mitgebracht. Die eins ist ein bisschen älter, das kennen, glaube ich, viele. Eins ist relativ aktuell. Und das letzte hier, das ist die klassische Krise. Die Krise funktioniert auch offline so. Das ist im Prinzip, ist Krisenkommunikation fast immer gleich. Nur in dem Fall, hier gibt es nämlich, das ist das Tolle an einer echten Krise, da gibt es auch einen richtigen Grund für diese Krise. Das hier ist jetzt mal der Community-Missbrauch. Schönes Beispiel, das erste ist mit Dirk Nowitzki. Klar, die haben das kann man noch nicht mal als Fehler bezeichnen, die haben einen Werbespot gemacht, wo Dirk tatsächlich einfach mal so eine Wurst gegessen hat. Und zwar so, wie er es früher immer gemacht hat. Daraufhin sind Vegetarier auf die Facebook-Seite von ING DiBa gegangen und haben gesagt, das ist doch eine Unverschämtheit, dass Dirk jetzt Wurst isst und ihr auch noch dafür Werbung macht, dafür sterben Tiere und so weiter und so weiter. Soweit so gut. Kann man als Bank hingehen und sagen, tut uns leid, wir wollten eure Gefühle nicht verletzen, Entschuldigung. Gut. Es gab kein Statement dazu, aber auf einmal fanden sich dort auf der Seite dann alle Leute, die gerne Fleisch essen. Nach dem Motto von Deichkind, hier, ich winke dem Veganer mit einem Mund voller Hackfleisch, sind die da losgegangen und haben jetzt gegenseitig aufeinander eingeprügelt. Und zwar Veganer gegen Fleischesser. Das hatte weder was mit Fonds zu tun, mit Bausparen noch sonst irgendwas. Das heißt, auf einmal wurde diese Community, die da von der Bank da war, komplett missbraucht und es gab zwischen denen, also das darf man eigentlich gar nicht mehr zeigen, was die sich da teilweise gegenseitig an den Kopf geschmissen haben, das haben die einfach mal zwei Wochen lang laufen lassen. Muss man nicht unbedingt. Man hat auch bei Facebook oder egal welche Community man hat ein gewisses Hausrecht und man kann da auch eingreifen. Aber man hat eigentlich relativ wenig direkte Kontrolle. Ganz wichtig ist, da darf man nicht irgendwie anfangen zu diskutieren. Also gehen Sie um Gottes Willen nicht hin und sagen, oh ja, wir haben aber Wurst drin, weil ich esse gerne Wurst und das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Oha. Wir hatten bei einem anderen Kunden, der stellt Wasserfilter her. Auf einmal postet jemand was auf unsere Facebook-Wall, wo er sagt, es gibt eine Regierungsverschwörung. Und zwar, das sieht man nämlich an den Kondensstreifen von Flugzeugen. Da wird nämlich Quecksilber verstreut. So, das hat er wirklich gepostet und hat auch noch aus seiner tollen Community ein paar Links. Da können Sie nicht wirklich anfangen, mit dem zu argumentieren, dass das Quatsch ist. Was Sie halt machen können, ist die Diskussion stoppen im Notfall. Wenn es wirklich nichts hilft, die Diskussion stoppen. Das ist in dem Fall auch mal den Beitrag sperren oder den Beitrag für Kommentare sperren. Oder, und das ist hier das andere, das war jetzt gerade ganz aktuell, der Wendler. Der Wendler ist, da hat jemand einfach eine Seite gemacht, die hieß, es gibt 100.000 Leute, die den Wendler scheiße finden. Da denkt man an sich ja schon, das ist ja schon eine Shitstorm-Seite sowieso. Aber der hat ein Problem. Auf einmal ist nämlich seine Seite missbraucht worden von lauter Leuten, die einfach nur noch wild rumgepöbelt haben, gegen sämtliche Richtlinien verstoßen haben, rassistisch wurden und sonst was. Also das ist so vollkommen außer Kontrolle geraten, dass nachher sogar Facebook die Seite abgeschaltet hat und nicht er selber. Er hat sogar selber noch versucht, das Ganze zu stoppen und Administratoren zu gewinnen, um wirklich, das sollte eine Spaßseite sein. Es ist ihm komplett entglitten. Facebook-Seite wurde abgeschaltet. Er sagt mittlerweile selber, ist wohl auch besser so. Das andere ist Vodafone, hatten wir eben gerade, Pushing. Das heißt, da finden sich, das gibt es, da finden sich Communities und die wollen jemanden mal richtig kräftig einen reindrücken.
Und die können das auch. Die haben nämlich gewisse Kraft hinter. Diese Kraft kann man für viele Dinge benutzen. Die Kraft kann man benutzen, um Leute zu ärgern, wie in diesen beiden Fällen. Es gibt noch mehr, Galileo, H&M. H&M hat komplett diesen Beitrag, der in die Höhe geschossen ist, einfach mal gelöscht. Und es sind immer relativ banale Sachen, also Burgerpreis wurde erhöht. Da beschwert sich nicht nur einer. Aber warum sollte jetzt dieser eine Beitrag auf einmal 75.000 Likes kriegen? Hier haben wir eine Rechnung über 275 Euro. Warum erreiche ich auf einmal damit über 200.000 Leute? Das ist so. Das heißt, da haben sich Communities gefunden, die wollten denen einen reindrücken. Die suchen sich etwas Beliebiges aus daraus. Dementsprechend können sie, bei einer Krise sagt man immer, ja, gehen Sie auf die Leute ein, lösen Sie das Problem etc. Das ist denen scheißegal. Aber machen Sie es trotzdem. Sie müssen dem Ganzen nämlich die Grundlage entziehen, für späteren Zeitpunkt. Das heißt, Sie müssen die Kritik dessen, was da hochgepusht wurde, trotzdem ernst nehmen. Und das hat Vodafone eigentlich ganz gut gemacht, auch wenn sie zu spät reagiert haben. Die haben nämlich dafür gesorgt, dass sie sichtbar waren. Die haben nicht einfach, wie die ganzen anderen hier in den Kommentar reingepostet, ja, wir haben dein Problem gelöst, sondern die haben ein eigenes Status-Update gesetzt. Die haben noch was auf dem Blog veröffentlicht und haben sich praktisch selber nochmal Gehör zu diesem Thema verschafft. Das ist da ganz wichtig. Aber auch da, im Zweifel müssen Sie dagegen vorgehen und praktisch dem Ganzen das entziehen. Und das ist halt eine richtige Krise. Die richtige Krise, die baut sich nicht ganz so schnell auf, weil da ist nämlich echte Empörung drin. Da sind Leute, da ist ein Thema und das bewegt die Leute. Es gibt ein älteres Thema hier, das ist Nestlé mit KitKat. Schade, dass die hier gerade liegen. Ich weiß nicht, ob Sie den Film mal gesehen haben, wo der Mann in so einen Gorillafinger beißt, weil Nestle oder für KitKat, die benutzen Palmöl. Für Palmöl, Plantagen werden angelegt, werden Gorillas getötet. So, Greenpeace macht eine Kampagne, bumm, da ist es richtig eingeschlagen, wie eine Bombe. Dann hat auch noch einer aus der PR-Abteilung ist losgegangen und hat Videos bei YouTube löschen lassen etc. Da hat sich eine Community gefunden von Leuten, die sich praktisch die meinten, okay, das könnt ihr so nicht machen. Die muss ich aber ernst nehmen. Das ist sozusagen die Schlimmste. Und das bedroht vor allen Dingen mein ganzes Geschäft. Das heißt, hier muss ich wirklich sagen, okay, ich muss erstmal, was ist das Substanzielle daran? Ich muss diese Kritik ernst nehmen. Und was viele nicht machen, ich muss das Problem sichtbar anpacken. Das heißt, sagen Sie den Leuten, okay, ich beschäftige mit dem Thema. Sie müssen nicht sagen, hey, in zwei Wochen habe ich die Lösung, da weiß ich, was ich machen muss. Aber Sie müssen sagen, okay, ich habe gesehen, ja, okay, das ist nicht gut, was wir da machen. Wir müssen irgendwie das angucken und wir werden zum Beispiel mit einem Zeithorizont in zwei Wochen auf euch zukommen und sagen, wie wir hier weitermachen. Und das müssen Sie natürlich auch schaffen, weil da kommt ganz schön Gegenwind. Da müssen Sie sich auch wieder Gehör verschaffen und sagen, eigene Plattform, zum Beispiel von der W-Mark gibt es nachher diesen wunderschönen Beitrag, der Blog ist tot, es lebe der Blog. Ein eigener Blog ist toll, das ist ein eigener Kanal. Da können Sie selber Statements, die praktisch stehen bleiben haben. Das ist Ihre eigene Plattform, die gehört niemand anders. Gerade letztens hier Alitalia. Einer hatte schon mal gesagt, oh ja, kenne ich. Die haben sich selber ins Knie geschossen. Die haben in Japan eine Rabattaktion auf Facebook gemacht, um Facebook-Fans zu kriegen und haben Gutscheine, Promotions verlost für Fernflüge für 250 Euro. Da hat nur derjenige, der das Ganze programmiert hat, nicht daran gedacht, dass diese Gutscheine auch in Europa eingelöst werden können. Und jetzt haben lauter Leute in Europa Tickets gekauft für 250 Euro für Flüge, die noch nicht mal 250 Euro gekostet haben. Das Buchungssystem hat es auch zugelassen. Das heißt, die haben alle gültige Tickets. Und jetzt ist Alitalia hingegangen und hat sämtliche Tickets storniert, die mit Gutscheincode gekauft wurden, die nicht mit einer japanischen Kreditkarte bezahlt wurden. Das ist ziemlich hart. Und dementsprechend ist, da kann man gerne mal auf Alitalia gehen, auf die Facebook-Seite. Die kriegen auch gerade richtig. Und da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das Thema lösen. Also da sind auch Leute sehr clever, die benutzen auch, die schreiben in jeden Kanal, den sie finden. Einige Leute sogar in jeden einzelnen Post ihre Anklage. Die sind gerade richtig am Rotieren. Die sind auch noch nicht fertig. Da bin ich auch gespannt, wie sie es dann am Ende lösen. Oder das Beispiel da hinten war Schlecker. Mal kurz das Bildungsniveau der eigenen Klientel anzweifeln. Wenn ich das mache, ist ja klar, dass, ja,
Na gut, Schlecker ist ja nicht mehr, dementsprechend hat sich das Problem von alleine gelöst. Das sind sozusagen die drei Arten. Eine andere Form, die eine Agentur aus der Schweiz mal gemacht hat, sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen, gibt einem aber, kann einem manchmal so ein bisschen eine Richtung vorgeben. Die haben versucht mal, wie kann ein Shitstorm praktisch in verschiedene Windkategorien einzuteilen. Kann ich mal empfehlen, können Sie einfach im Internet unter www.feinheit.ch finden oder im Zweifel auch nach dieser Veranstaltung in dieser Präsentation. Aber man kann sich auf alles vorbereiten. Vorreiter dabei war seltsamerweise die US Air Force. Die US Air Force ist erstaunlicherweise relativ gut im Netz unterwegs. Und die haben was ganz Einfaches erfunden, nämlich das Response Assessment. Das heißt, dass ich schon, es heißt ja immer Mitarbeiter enablen etc., aber wie mache ich das? Klar kann ich denen Kurse machen, aber manchmal muss ich denen auch was Einfaches an die Hand geben. Und hier kann ich an so einem einfachen Szenario, haben sie mal aufgebaut, okay, kommt ein Posting und was ist das? Und die Handlungsempfehlung daraus. Das ist ein relativ Einfaches. Wir haben das mal für einen Kunden noch ein bisschen komplexer, sogar mit Positiv, Negativ und Bruch und Etikette. Da ging es explizit um Facebook. Sowas kann man auch ein bisschen größer aufbauen. Aber Sie können sich auch auf Krisen vorbereiten, indem Sie sagen, okay, ich stelle eine Matrix mit Themen auf. Und hier sehen Sie ja schon Farben. Das sind unterschiedliche Stufen. Wofür brauche ich unterschiedliche Stufen? Weil nicht alles kann jeder beantworten. Das ist zum Beispiel, es gibt Themen, die haben einen wahnsinnig hohen Grad an öffentlich und tauchen relativ spontan auf. Darauf müssen Sie auch vorbereitet sein. Wenn Sie jetzt Toyota sind, haben ein Problem mit Ihren Bremsen und müssen deshalb all Ihre Autos zurückrufen. Oh, scheiße. Aber darauf kann ich mich vorbereiten. Und mit dieser Matrix weiß ich schon mal, okay, darauf muss ich mich vorbereiten. Das kann ich vielleicht vorhersehen. Ich würde in diese Matrix reinschreiben, Rückrufaktion mit hohem Öffentlichkeitsgrad. Ist rot, dann sehe ich, ich gehe mal einen weiter. Aha, das ist ein Fall von Stufe 3. In Stufe 3 muss ich mich schnellstmöglich drum kümmern und das muss derjenige, der es beantwortet, persönlich beantworten, der muss einen Namen drunter schreiben und ich muss die gesamte Krisenkommunikation mit meinem Unternehmen aktivieren. Das heißt, nicht nur Social Media, sondern auch alle anderen Kanäle. Möglichst auch die gesamte Unternehmenskommunikation muss darauf eingestellt sein. Oder es gibt zum Beispiel Themen wie, das könnte jetzt, ist jetzt nicht wirklich relevant, aber ja, manche interessiert es, das Unternehmen macht Kurzarbeit, da kann jetzt der Community Manager selber nicht sofort was zu sagen, da sollte er sich einmal kurz absprechen, sozusagen mit der Unternehmenskommunikation, wie man denn offiziell dazu spricht, sollte man aber relativ schnell zu antworten. Oder es gibt Themen, auf die kann man sich super vorbereiten, die haben eine niedrige Öffentlichkeit, sind auch noch strukturell, zum Beispiel an meinem Standort habe ich einen Generator hinten stehen, der macht so viel Lärm, das ist halt so, das weiß ich, dass sich irgendjemand darüber beschweren wird, da kann ich Antworten zu haben, ja klar, das kann ein Community Manager beantworten, das ist regional eingegrenzt, da muss der sich auch nicht so beeilen. Das ist so eine Form, wie man zum Beispiel sich auf solche Krisen schon mal vorbereiten kann. Eine andere Form, da wird es schon ein bisschen komplizierter, wenn man weiß, es kommt was Großes auf einen zugerollt, dann kann man wirklich jedes einzelne Thema nehmen, jede einzelne Kritik, macht für die Kritik einzelne Stufen, also wie schwer ist der Vorwurf, der da kommt und sagt dann auch noch dagegen, okay, wie hoch ist die Quellenrelevanz? Was heißt hier Quellenrelevanz? Eine hohe Quellenrelevanz wäre jetzt ein Blogger, der auch gleichzeitig noch Spiegelredakteur ist. Oha, oder das ist jemand, der eine riesige Community hinter sich verscharrt hat, wie zum Beispiel jemanden wie Stevino. Oder hier oben habe ich irgendjemand, das ist irgend so ein No-Name, kennt keiner, sagt einfach nur, ihr seid doof. Gut, da muss ich vielleicht jetzt nicht genauso viel Energie reinwerfen, wie wenn jemand mit einer hohen Relevanz Kritik äußert. Das heißt, hier kann ich dann auch schon direkt meine Aktion einpflegen. Sowas kann ich auch direkt schon mit Antwortthemen füllen. Und ganz wichtig, ich habe das hier nur einmal drin, wir hatten den Vortrag vorher schon mal, für Krisenkommunikation ist ganz wichtig, von Anfang an wissen, dass sie entstehen. Hiermit meine ich nur, das hatten wir vorhin schon gehört, es wird über Sie gesprochen. Das heißt, hören Sie, es heißt auch immer, hören Sie im Web zu.
wie hört man denn zu? Indem sie monitoren. Das heißt, nutzen sie Tools, um zuzuhören. Und damit meine ich jetzt nicht, sie müssen irgendwie zu einem Anbieter gehen, wo sie 20.000 Euro im Monat dafür zahlen, dass er ihnen irgendwie im Web zuhört, sondern ganz ehrlich, sie können da auch, wenn sie sagen, okay, ich will jetzt heute Abend nach Hause fahren und will mal hören, was über meine Firma gesprochen wird, dann geht das. Dann gibt es so ein paar kostenlose Sachen, hatten wir schon vorher gehört, Google Alerts, Google Blog Search, aber auch, das kann ich zum Beispiel sehr gut empfehlen, sie haben zwar keinerlei Analyse, aber sie hören sofort, was gesprochen wird, ist Menschen. Das ist jetzt noch nicht so alt, aber da kriegt man relativ in Echtzeit jedes Mal praktisch einen Treffer, wenn der eigene Name, Unternehmensname etc. fällt. Social Menschen oder Currently sind dann direkt, um hauptsächlich in Facebook, Twitter, Google Plus reinzuhören und aber auch Blogs. Und eine Sache, das ist die Frage, wer kennt Mr. Bohne oder Herr Bohne? Aha. Herr Bohne ist halt ein Thema. Bei so einer Krisenpräsentation heißt es immer, Mitarbeiter enablen, damit die auch sprechen können. Oder damit die überhaupt gar keine Krisen verursachen. Das Thema ist das Social Media Guidelines. Social Media Guidelines sind einmal, das ist ein, darum habe ich diesen Film hier mitgebracht, ist von Chibo, die haben ihren Mitarbeitern einmal gezeigt, naja, was sollte ich im Web machen, was ich in meiner Freizeit auch nicht tun würde oder das, was ich in meiner Freizeit tun würde, sollte ich nicht alles öffentlich machen für jedermann. Aber Guidelines sind auch deshalb wichtig, da können Sie auch Richtlinien für Ihr Unternehmen festlegen. Viele verstehen Social Media Guidelines immer nur als Richtlinien für Mitarbeiter. Aber Sie können auch in den Social Media Guidelines die Richtlinien für Ihr ganzes Unternehmen festlegen. Genau, und damit gebe ich nämlich wieder zurück. Ich bin zwar kein Segler, aber ich habe ein paar Segelausdrücke. Das da heißt wachen und schauen oder so ähnlich, glaube ich. Das ist nämlich das, was man vor der Krise tun muss. Das Chart mit den konkreten Tipps, was jetzt hier kommt, ist auch schon das längste. Die meisten Fehler, die bei Krisen, bei Kommunikationskrisen, bei Shitstorms passieren, passieren bevor die Krise anfängt, weil man nicht zuhört, weil man intern seine Prozesse nicht gerade gezurrt hat, weil der CEO Social Media nicht versteht, weil die Kompetenzen zwischen Social Media Abteilung und Kommunikationsabteilung nicht geklärt sind. Und all diese Fehler gilt es im Vorwege einer Krise in den Griff zu kriegen, damit man dann in der Krise, wenn wirklich mal was passiert und die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, in jedem Unternehmen liegt aus meiner Sicht, zumindest langfristig gesehen, ziemlich nah bei 100%, dass einem dann nicht zu viel passiert. Wir haben hier grob angeschnitten ein paar Tools gesehen, die für die Entwicklung eines Krisenplans maßgeblich sind. Krisen kategorisieren, Content entwickeln, Mitarbeiterschulen, Social Media Guidelines etc. pp. Das sind all die Dinge, die man tun muss, tun sollte, wenn es einem noch gut geht. Davon profitiert man dann in Zeiten, wenn es einem nicht mehr so gut geht. Wenn es einem nicht mehr gut geht und der Shitstorm über uns hereinbricht, dann bleiben wir cool und wettern den Sturm einfach ab. Das heißt, wir halten es aus. Was wir tun ist, wir behalten dickes Fell, setzen unsere Social Media Guidelines, die wir in der Warschau-Phase fabriziert haben, um, setzen unseren Etikett durch, also die Terms of Use auf unserer Facebook-Seite oder in unserem Blog oder wo auch immer. Idealerweise haben wir zumindest zum Teil vernünftige KPIs in unserer Social Media Strategie und produzieren nicht nur irgendwelche Fanzahlen, die keinen Inhalt haben, sondern holen echte Fans zu uns auf unsere Seite, die uns dann im Fall einer Krise schützen werden. Das ist eine übrigens sehr massive Erfahrung, die wir in der täglichen Arbeit machen. Echte Fans sind Gold in der Krise. Mehr Unterstützung kann man nicht kriegen als genau die. Langfristig, das Wort Marschfahrt habe ich vorher überhaupt noch gar nicht gehört. Das ist in der Handelsmarine die bei größter Ökonomie schnellste Geschwindigkeit. Also wenig Sprit verbrauchen, schnell vorwärts kommen oder so ähnlich. Was wir also tun ist, wir versuchen nach der Krise wieder eigene Themen auf die Agenda zu setzen und unser Unternehmen oder unsere Produkte positiv zu besetzen. Wir wollen mit dem Material, was wir in der Krise zur Verfügung gestellt haben, unseren Unterstützern eine Stimme geben, ihnen eine Plattform bieten, damit sie weiterhin mit einem unser Image positiv unterstützend über uns sprechen. Und langfristig sollte darauf Acht gegeben werden, dass
die Contents, die in der Krise entstanden sind, nicht für immer auf der ersten, zweiten und dritten Google-Seite stehen bleiben, sondern dass man sie peu à peu durch eigene positive Inhalte ersetzt, damit das ganze Thema dann mittelfristig irgendwann mal vorbei ist. So, und die wesentlichen Tipps, die wir jetzt hier in den 30 Minuten gegeben haben, sind definitiv keine Raketenwissenschaft, sondern relativ einfach hier auf einer Seite. Du hast es schon erwähnt, diesen Vortrag stellen wir zur Verfügung. Ein Tipp, der ganz wichtig ist, den habe ich in der Aufregung ganz vergessen, steht hier nicht drauf. Das ist aus meiner Sicht das Google-Motto, Don't be evil. Das heißt, wenn man in seiner Firma seine Leichen aus dem Keller geholt hat und seine Themen Kinderarbeit oder was weiß ich, was man da so an latenten Krisenpotenzialen mit sich rumschleppt, wenn man die beseitigt, ist man übrigens am allerbesten auf eine Krise vorbereitet. Da hilft, das ist viel besser als die allerbeste PR-Agentur, vielleicht sogar als wir. Dann heißen Dank für die Geduld und die Aufmerksamkeit.